Hallo, willkommen, Lieblinge der Horroratmosphäre. Wir sind hier in Dark Souls, wir haben einen Sumpf. Der Sumpf hat uns und wir freuen uns nicht, den Sumpf zu haben. Naja, ich zumindest. Oh, hier bin ich wieder. Hallo. Hey. Oh. Komm, 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 spring ins Feuer. Komm. Nein, das ist doch. Ah. Das ist doch nicht die Wirklichkeit. Alter, schon wieder? Echt jetzt? Echt jetzt? Schon wieder? Oh, ich lebe ja noch. Nein. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ah. Wie viele Moosklumpen habe ich gerade gefressen? Das ist doch nicht die. Ach, na du, komm her, du. Aha. Mistvieh. Elendes. So. Ein Hoch auf die Heilung. Mann. So, jetzt bin ich wirklich alle. Ich glaube, ich habe zwei Moosklumpen oder so gekaut gerade. So, ist hier irgendwas? Da sind die Herrschaften zu dritt. Wenn das Herrschaften überhaupt sind, da will ich nicht hin. Ach ja. Hast du... Hast du mir gerade... Ich weiß nicht, was das war. Was hast du mir da gerade zugeworfen? So, dann löschen. Oh. Boss? Kein Boss? Okay. Wie auch immer das jetzt alles zusammenhängt. Oh. Oh. Und was ist das? Okay, schön. Okay. So, ein Feuerchen wäre fertig. Dann geht es da weiter, ne? Genau. Hallo Kollege, mach mal meh. Nu, mach mal meh. Gut. Nein, das funktioniert wieder nicht. Glaubt ihr nicht? Macht er mich jetzt fertig? Ist es wirklich das?
Oh Mann. Jetzt klappt das Treten wieder. Also, ja, Dark Souls halt, ne? So. Und die Maus dreht wieder durch. Alte Tür, die müssen wir eigentlich renoviert werden. Altes Tor, so. Wo ist das dritte Feuer? Da, oder? Aber erstmal suche ich Nagerfeuer auf. Einfach um Munition aufzufüllen. Ne, versteht schon. So, halt. Wohin? Ach, egal. Ah, dahin. Nicht egal. Hat sie gerade gespuckt? Wenn ja, auf was und warum? Ach du! Ich kann auch spucken. Spuck nick. So. Lade nach. Verlassen. Wäre gut. So, wo war das? Da war das tote Feuer schon, genau. Und um dahin zu kommen, muss ich dahin rennen. Wie gut, dass ich ja in Moosklumpen investiert habe. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wow. Oh mein Gott, na, ah. Boah, was für eine lange Rollerei. Okay. Was ist hier? Welche Schrecken der tiefen Finsternis erwarten mich hier? Loot auf jeden Fall. Wie hieß der kleine König auf dem Thron nochmal? Lootlet? Oh, da oben geht's weiter. Heimatknochen. Dankeschön. Hier was? Ja! Rostige Goldmünze. Oh, hier ist diesmal was. So. Vermalen vorübergehend starkes, verbessertes Hinterglück. Oh! Ich glaube, ich werde in diesem Let's Play Münzen sammeln. Ist das eine Falle? Bist du alleine? Nein! Ja, du bist alleine, aber du bist so ein Vieh. Was ist hier überhaupt? Ach, das Tor. Nein, nicht das Tor, sondern hier ein Brückenbein. Ja, ein Brückenbein, ein Brückenbein. Da steht allein ein Brückenbein. Okay. Ist gut. Ich bin misstrauisch, Mann. Verschluckt. Sind das Pflanzen oder steht da was? Nee, das sind Pflanzen und es ist tief. Warum sind das solche, oder sind das einfach nur Steine? Was ist dumm? Obwohl die Vergiftung ist ja nicht so schlimm. Große Seele eines namenlosen Soldaten oder so, keine Ahnung. Was? Was?
Was war das? Was war das? Alter, was war das? Ist da was im Wasser? Was ist das denn? Sind das Augen? LOL! Was ist... LOL! Hä? Hä? Was sind das für Viecher? Was sind das für... Ich habe das Gefühl, wenn ich einmal nur ein Hieb am Auge und der Gegner ist geplatzt, habe ich das Gefühl. Kommt er mir so vor. Bringt es jetzt was, wenn ich diese Rüstung anziehe, die mir Resistenzen gibt gegen Gift, oder? Oder nicht? Nein. Gut. Gut zu wissen. Ja, Moment, wenn die Rüstung ja scheinbar nichts bringt, kann ich da nicht einfach hier anziehen, was ich will? Zum Beispiel wie die Banditenrüstung, die ich einfach mal zeigen wollte, auch wenn die sehr, sehr, sehr hässlich aussieht. So. Hallo, gib mir all euer Geld. So. Oh, das Gift nervt schon ganz schön, merke ich gerade. I, das ist noch so ein Vieh. I. Uah. Was ist das denn? Was ist das für ein Effekt? Oh lol. Ist das Fluch? Ist das dieser Flucheffekt? Fluch. Okay. Ich habe plötzlich mich spontan entschieden, Rüstung anzuziehen, die Fluchresistenz gibt. Kaputte des Beschwörers. Ah, hier, die Krone. Nein, die Zaubererkapuzenkanzlei. Also, ja, okay. Oh, Skaven. 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 Sklavenkapuze. Oh, okay. So, Fluch 60. 61. 71. 74 Gewänder des Meisters. Von diesem Samurai-Typ, ne? Okay, 14, 19, 20, 23, 25. Okay. 48 Lendentuch. Okay. Geschmackssache, würde ich da mal sagen, ne? Ja, der Sumpf ist echt groß. Ah, das ist noch ein Vieh. Das sind noch solche Viecher. Komm her. Oh. Wow.
Habe ich was von links gerade gehört? Ich weiß nicht. Okay, die sind sehr empfindlich gegen Kälte. Jo, da ist so ein Baummonster, genau. Sumpfmonster, nennen wir die mal Sumpfmonster, diese riesigen Bäume da. Und ich brauche bald mal wieder Moos. Reparaturpulver. Okay, was ist hier? Hoch. Ach, das ist eine Leiche. Okay, ich dachte schon. Eine Truhe. Oder ist das eine Mimik? Was ist das drin dann? Goldene Schriftrolle. Oh, ja, ja. Also ganz ehrlich, ein Pilz, okay? Im Sumpf würde ich echt nicht wohnen wollen. So, goldene Schriftrolle. Zauber aus Olas lernen. Eine goldene Schriftrolle mit Aufzeichnungen zu den umfassenden Forschungen der Xanthos-Gelehrten. Gibt sie einem Zauberer, um die Künste von Olasil zu erlernen. Im verlorenen Land Olasil waren nicht betonte Zauber gängig, die in goldenen Tönen schimmerten. Okay. Gibt es eine Kette? Hm. Oh. Nein, ist die Schacht. Huch. Oh, altertümliches Gewand, Handschuhe und Rock. Okay. Boah, Fluch 86, jawohl. Altertümliches Gewand. Ein mit längst vergessener Handwerkskunst gefertigtes Kleid. Die kunstvoll bestickte elfenbeinfarbene Seite ist von uralter Zauberkraft durchtränkt. Dieses Kleidungsstück bietet keinen Schutz, da es nie für den Kampf vorgesehen war. Überhaupt keinen? Doch, und wie? Boah, 86 Fluchassistenten. Nice. 29 Fluchassistenten. Nice. Länge mit längst vergessener Handwerkskunst, gefertigte Handschuhe. Ja, okay. Und hier. Ein Rock. Was ziehe ich nur an, nur für Let's Play? Oh Mann. Das ist genau das Gleiche. Ja gut. Ich finde die Blümchen schön. Oh mein Gott, ey. Ja, nicht, dass jemand da gerade einschaltet oder in der nächsten Folge einschaltet, denkt, dass ich hier irgendwie einen Fetisch habe oder so. Oh nee. Ja, ich glaube, ich muss noch den Turm ausschalten, ne? Die Flamme auspusten. Okay, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao und achtet vielleicht darauf, was ihr trägt und wann und zu welcher Zeit und warum. Ja, tschüss.